Liest ihr euch überhaupt die Verse durch? Erstens wird hier gesagt, er war Gott gleich. Jemand gleich zu sein, macht einen nicht zu dieser Person. Das bedeutet nur, weil Jesus Wunder tut, bedeutet das nicht, er ist Gott persönlich. Zweitens steht hier, er war, ein Beispiel, er war Fußballer gleich. Und nicht, er war einer. Das bedeutet, es liegt in der Vergangenheit, also hat er aufgehört, Gott zu sein. Wie geht das? Und jetzt der Knockout. Jesus bestätigt mit dem Satz, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Dass er niemals in seinem Leben beansprucht hat, Gott zu sein? Wie kann ein Gott nicht beanspruchen, Gott zu sein? Ich dachte, Jesus sagt euch eindeutig, er wäre Gott,